19 Uhr, ich habe Feierabend und ich bin saumüde. Ich werde heute mal einen Booster testen. Ich habe mir jetzt hier was Neues bestellt von Cannibal Ferox. Lawless Lemon Lime. Hatte ich noch nicht. Ich habe ja immer so ein bisschen Respekt vor so Hardcore-Boostern. Obwohl ich zugeben muss, bis jetzt hat mir noch nie einer irgendwie groß was gemacht. Jetzt gibt es heute den. Ich nehme aber auch jetzt am Anfang nur einen halben Scoop. Oder ein Viertel. Ein Viertel bis ein halb. Ja gut. Machen wir mal so dazwischen. Ja, spannend. Riecht ganz nett. Dann werde ich ja gleich abgehen wie eine Rakete, wa? Im Studio. Das ist ein bisschen weniger wie ein halber. Na komm. No risk, no fun. Ja gut. Geschmackstest. Dann so in einer halben Stunde bin ich im Fitnessstudio. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da irgendwas von merke. Wird mir reichen, wenn ich schon ein bisschen wacher bin. Nächstes Problem ist, wenn ich um 19 Uhr das Zeug nehme und der wirklich knallt. Ich muss ja auch noch ins Bett, ne? Darf morgen früh wieder arbeiten. Also der Geschmack geht voll klar. Ja, so ein bisschen zitronig, WC-Steinmäßig. Gut, dann gucken wir mal gleich, wie viele Scheiben ich mehr drauf kriege. Das passt. Weniger Schweinehund, mehr Muskelkater, den gibt's morgen definitiv. Ich hatte jetzt heute Leck mich am Arsch stehen. Muss ich eigentlich immer. Ich hatte heute Leg Day, Beintraining, mein lieber Mann. Ich muss sagen, der Booster, ich hatte ja jetzt nur so ein Viertelscoop. Also wenn ich einen halben davon nehme, bin ich, glaube ich, perfekt gerüstet nächste Mal. Erstmal habe ich geschwitzt wie sonst was. Viel mehr, beim Krafttraining schwitze ich eigentlich nicht so derbe. Und ich habe einiges mehr an Wiederholungen geschafft, mein lieber Mann. Also Beintraining sind bei mir immer 7 Übungen. Und bei den letzten 5., 6., 7., bei den letzten 3 Übungen kacke ich schon mal ab. Ne? Dann mache ich schon mal nur 2 Sätze oder fahre das Gewicht runter, mache dann nochmal einen Supersatz zum Schluss, aber mit weniger Gewicht. Und heute habe ich es durchgezogen. Ob es jetzt an dem Booster lag, ich schiebe es jetzt mal da drauf. Also es klappte ganz gut. Nächstes Mal nehme ich halt die normale Dosierung, so einen halben Scoop. Nach dem Training gibt es jetzt bei mir Glutamin. Ach, der Löffel ist schon wieder weg. Hallo. Schöne. Und dann bin ich mal gespannt, wenn ich müde werde und ins Bett komme. Ich habe morgen Frühschicht. Man nimmt auch einen Booster natürlich zum Abendtraining, ne? Gescheit. So, ich habe den Löffel jetzt mal ausgegraben. Das ist so ein Zeug, das finde ich echt zum Abgewöhnen. Vorteil ist, nach dem Training habe ich immer gerne Hunger. Vom Training, nach dem Training. Nach dem Training schiebe ich gerne mal Kohldampf. Ist nicht so ratsam, wenn ich gleich ins Bett muss. Dann ein Tässchen Glutamin und der Hunger vergeht. Das schmeckt dann nämlich alles schön. So richtig Chemiebombe. Also wenn ich nächstes Jahr nicht in der Bikini-Fitnessklasse starten kann, dann weiß ich auch nicht.
man hier alles tut. Beim letzten Schluck setzt sich das so schön auf den Boden ab, dass du nochmal volle Dröhnung kriegst. Naja, ich habe auch schon Schlimmeres getrunken, so ist es nicht. Ja, es knirscht so schön zwischen den Zähnen. So Leute, morgen scheint die Sonne. Nur für euch. So, heute ist Silvester und ich gehe heute Abend feiern. Werde mich gleich noch versuchen, 2 Stündchen hinzulegen. Heute den ersten Tag mal die Drohne draußen getestet. Eieiei. Mein Papa ist überwiegend geflogen und sie hatten Glück gehabt, dass am Straßenrand das Auto von meiner Mama da stand. Eieiei. Da ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Drohne drauf fliegt. Es war knapp. Sehr knapp. Ich werde euch ein paar Testaufnahmen gleich mal schicken. Also es geht definitiv schöner. Ansonsten startet ja übermorgen das neue Jahr oder morgen das neue Jahr. Morgen ist ja Feiertag. Dann mit meinem neuen Beruf. Ist direkt von einem ins nächste rein. Und gestern war der Abschied. Und ich muss sagen, boah, das war hart. Kollegen haben von mir so ein bisschen mitgefilmt gehabt. Wusste ich gar nicht, wollte ich gar nicht. Egal, jetzt habe ich es drauf. Und boah, es tat schon weh. Chef, Chefin, ganz lieb gewesen. Meine Arbeitskollegen, die haben sowas von zusammengeschmissen und schönes Abschiedsgeschenk und viele gewartet, wo ich Feierabend hatte. Manche haben extra noch eine Stunde draußen verbracht, weil sie eine Stunde eher Feierabend hatten. Haben mich dann empfangen und oh nee, das war hart. Aber man muss manchmal alte Wege verlassen, um glücklicher zu werden, ne? Ich hoffe es. Ist jetzt wieder ein Schritt. Egal, jetzt gucken wir erstmal, dass wir das neue Jahr gut starten. Daher wünsche ich euch auch einen guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Wenn ihr das Video seht, dann ist es ja schon soweit. Auf dass eure Vorsätze, eure Wünsche alle gelingen. Vorsätze ist ja immer so eine Sache. Seid einfach glücklich, tut das, was euer Herz euch sagt und geht eure Wege. Gut. Bis dahin. Alles Gute. Ihr seid doof. Dann ja, du ich, auch. Ich wollte schnell Tschüss sagen und gehen. Ihr macht Zeit. Gucken wir. Oh. Oh. Euer seid süß. Euer Pink. Und mit Haarspangen. Weil das war noch nicht alles. Oh. So gerne. Die kauft mir meine Blume jetzt. Die hält die erstmal für dich. Ich hab die Weihnachten schon vermisst, die Dinge. Och, ihr seid doch doof. Sag doch nicht immer, dass wir doof sind. Ihr seid doof. Ihr seid doof. Mensch, pack aus! Ja! Au! Ach, ihr seid doch verrückt. Ich bin wahnsinnig. Wieso du? Erst hast du mit dem Karo. Ich bin doch mal an der guck mal auf die andere Seite. Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Wie sagt denn deine Nachbarn? Ne?